Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Heute an einem ganz entspannten Sonntag habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal mein Setup. Ich glaube, das ist jetzt das. Habe ich ein Video dazu gemacht oder zwei? Ich glaube, ich habe dazu schon auf alle Fälle ein, zwei Videos gemacht. Ja, ich dachte, ich zeige euch heute mal das Ganze für die Leute, die noch nicht lange dabei sind. Einfach wie ich zocke, wie es bei mir hier im Zimmer aussieht oder zumindest nur die Zockerecke hier. Und ja, ich würde sagen, let's go, oder? Jo, womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit meinen Controllern, oder? Da haben wir hier direkt mal, ja, ein paar Stück. Und zwar haben wir da einmal links hier meinen wunderschönen SCUF-Controller, den ich jetzt mittlerweile, ja, angeschlossen bekommen habe. Da sieht man, glaube ich, schon die Kabellagen. Also, ja, der ist ziemlich geil. Dann habe ich den hier noch, der, ja, okay, das war so ein, also das ist hier so eine eBay-Hülle, naja. Liebe Kamera, möchte fokussen? Ja, so ein bisschen. Also die Hülle habe ich mir mal bei eBay irgendwann gekauft, habe ihn selbst auseinandergeschraubt. Ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber ist jetzt auch nicht, also spielbar ist er halt nicht richtig, weil hier halt die zwei Knöpfe fehlen. Das ist dann jetzt mein FIFA-Controller gewesen bis vor gestern, glaube ich. Der ist hier aber, wie man sehen kann, ein bisschen am Arsch. Ich glaube, das hört und sieht man auch. Ja, ich will nicht sagen, dass ich leicht ausgedrückt bin bei FIFA. Aber ich bin bei FIFA leicht ausgetickt. Und das hier ist mein neuer an meiner Ladestation. Wunderschönes Ding habe ich mir erst, glaube gestern kaufen müssen, mehr oder weniger. Echt schick, silber-weiß. Ich glaube, den hat ein Kumpel auch von mir und ja, sieht einfach edel aus. Also Gold fand ich jetzt ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mir den silbernen gekauft. Eine schöne Ladestation, die habe ich jetzt auch, glaube ich, schon, muss echt überlegen, bestimmt schon anderthalb Jahre, ein Jahr habe ich die bestimmt schon. Und hier mein schönes Mikrofon, ja, das ist ein Auner Mic 900, glaube ich. Die, ja, Quali ist echt geil, muss ich sagen. Also ich habe ja ganz früh habe ich ja mal Assassin's Creed Videos gemacht, da war die Quali eigentlich echt gut. Ja, das Kabel ist dann an meine, ja, Stand jetzt PS4 verbunden, jetzt gerade nicht. Aber das erklärt sich gleich von selbst, weil, naja, ich habe halt diesen SCUF. Und anscheinend möchte der nicht vernünftig kompatibel spielbar sein mit meinem Headset. Das ist hier PX22 von Turtle Beach. Und naja, jetzt sieht das Ganze hier so aus beim Zocken. Ich rede mit dem Mikrofon, wenn ich in der Party bin. Und habe dann das Headset, das kann ich euch mal ja kurz zeigen. So, dann habe ich das Headset hier. Habe ich dann angeschlossen, das ist ein Elgato-Kabel hier einmal, das habe ich an die Elgato angeschlossen und in das Ende kommt dann das Headset. Wenn ich das jetzt mit einer Hand hinbekomme, wäre das echt nice, ja, sieht gut aus. Dann sieht das Ganze so aus und ja, das weiße Teil ist hier ein kleiner Adapter, den kann ich dann hier auf verschiedene Modi stellen, wenn... Ja, komm, also die Kamera ist halt echt Wahnsinn, Sachen Fokus, dann kann ich das einmal auf Film, auf Gaming, dann glaube ich auf Musik und noch irgendwas stellen, das dann an die PS4 verbunden und ja, dadurch kann ich dann mit meinem Headset zum Beispiel Game Sound hören, was richtig geil ist und mit dem Mikrofon bin ich dann am Quatschen, ist halt alles ein bisschen umständlich, aber... Ja, das ist momentan der Stand der Dinge. Das hier mein schicker PC von Raid Max ist es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das die Hülle jetzt nur ist. Ich würde sagen, leicht verstaubt ist auf alle Fälle. Ja, ist aus einigen Komponenten zusammengebaut. Man müsste den aber demnächst mal upgraden, weil, naja, das Rauschen, was phasenweise leicht zu hören ist in den Videos, kommt halt hier. Von dem Ding, da muss ich mir mal irgendwann demnächst mal neue Lüfter kaufen, auf alle Fälle, weil die ziemlich laut sind. Ja, daneben, neben dem Kabel, dahinter meine schöne PS4, die auch leicht verstaubt ist. Die Kabellagen sind auch gut am Set. Also eigentlich hatte ich vor, weil ich zeige euch mal, dass das sieht nämlich echt beschissen aus. Man kommt hier rein, denkt sich, okay, sieht eigentlich ordentlich aus. Bam. Alles voller Kabel. Irgendwann habe ich mal vor, ich weiß nicht, ob ich mir dann da so drunter, da sind ja diese kleinen weißen Gummimarkierungen, die ich da hingemacht habe, hatte ich eigentlich vor, da so eine Tischplatte komplett zu machen, dann die PS4 da so raufzustellen und die Kabel da so festzubinden, einfach, weil, naja, guckt euch mal das Chaos an. Also ich finde es jetzt nicht so schön, vor allem, weil ich echt so ein kleiner Ordnungsfreak bin, der das eigentlich lieber alles ordentlich hat, so wie hier oben zum Beispiel. Ja. Machen wir weiter, da habe ich natürlich meine beiden oder zwei meiner Lieblingsspiele neben FIFA und COD, nämlich Need for Speed Grand Theft Auto. Ich glaube, habe ich schon auch
länger nicht mehr gespielt. Das ist hier mein Stativ, muss ich sagen, ist echt geil. Benutze ich eigentlich hauptsächlich nur jetzt für die Aufnahmen hier im Zimmer. Und die Kamera packe ich dann da so rauf und dann, ja, habe ich dann hier die Beleuchtung 1 und 2. Dann sieht das Ganze nämlich, wenn, ja, einmal wieder Autofokus bitte. Lieber Autofokus, lieber Auto. Fokus. So sieht das dann aus der Ferne. Also da habe ich ja zum Glück die weiße Wand, weswegen ich dann eine relativ gute Beleuchtung habe. Ja, und was kann ich noch sagen? Also zu meinen Monitore, das hier links ist einmal BenQ, einmal ein Gaming-Monitor. Bin ich echt, also echt ein richtig geiler Monitor. Den habe ich dann hier und rechts daneben ist das ein ganz normaler Philips-Bildschirm, den ich dann für mein PC benutze. Eine entspannte, ich glaube, ist das eine Zockertastatur? Ich glaube, das ist eine Zockertaste. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht genau aus mit den Technikfragen, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine ist, weil ich stehe eher auf die, ich sag mal, etwas dickeren Knöpfe, weil diese Laptop-Knöpfe sind jetzt nicht unbedingt meins. Und dann haben wir hier einmal links meine Elgato. Links daneben haben wir einmal die Akkuladestation für meine Kamera. Und das hier, so, und das hier ist mein HDMI-Splitter. Den habe ich einmal an die PS4 angeschlossen. Dann habe ich den an den Bildschirm angeschlossen. Das andere Kabel ist an die Elgato angeschlossen. So kann ich nämlich die ganzen Aufnahmen machen für FIFA zum Beispiel. Ja, und was kann ich noch sagen? Mein Lautsprecher habe ich hier. Muss ich sagen, es ist eine echt sehr gute Quali. Ich glaube, ich habe dafür echt wenig Geld bezahlt. Aber die sind wirklich schnicke. Hier haben wir natürlich ab und zu, wenn man sich abreagieren muss, die Jungs wissen Bescheid, was das für eine Box ist. Ja, und sonst habe ich hier noch mal, wenn es nicht darum geht zu schneiden oder man einfach mal entspannt will, noch den ganz alten Panasonic-Fernseher. Den habe ich, glaube ich, schon, den habe ich, glaube ich, schon echt seitdem ich 14 bin, also bestimmt schon 5-6 Jahre locker. Meine gute, alte, kaputte, leider PS3, ja, also ich hatte, weiß nicht genau wieso, weshalb, warum, aber irgendwann hängt sie sich leider auf. Ich vermisse die guten alten Zeiten. Ja, und hier haben wir noch mein anderes Stativ, das alte von meinem Papa, was ich gefunden habe in der Garage. Das nehme ich dann dazu, um die Fußballaufnahmen zu machen. Es wird auch mal wieder Zeit für ein Fußballvideo, das ist auch schon zu lange her. Dann habe ich hier drin meine Actioncam, wenn ich die jetzt mal rausbekomme. Ja, sieht doch gut aus. So, das ist die Rolei Actioncam, muss ich sagen, ist echt geil. Ist das 410? Das ist, ja, das ist eine 410er. Ist von der Handhabung richtig geil. Ist an sich auch, finde ich, ein bisschen geiler als jetzt so eine... Jetzt kommen wir nicht auf den Namen. Wie heißt das Ding hier nochmal? Die richtigen Actioncams. Komme ich jetzt echt nicht auf den Namen? GoPro, genau. Von den GoPros, weil das Ding hat hier hinten nämlich einen Bildschirm, was echt edel ist. In dem Sinne, dass man das halt vernünftig einstellen kann. Die GoPros haben sie ja nicht. Aber ja, kann ich echt nur wirklich vielen empfehlen, falls ihr irgendwie Fußballvideos machen wollt oder eine Actioncam wollt. Rolei 410 ist echt geil. Ist nicht die neueste, da gibt es eine 420er noch, eine ältere Version, aber die ist nicht so geil wie die 410er. Fragt mich nicht wieso, ich kenne mich da nicht aus, aber ihr könnt gerne ein paar Videos im Internet nachschauen und dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so einen schönen Griff in der Art von GoPro. Da packe ich dann hier immer vorne meine Rolei Action Cam rein. Also meistens habe ich sie dann hier in dem Schutzmantel so in der Art drin. Also falls ich da mal nämlich gegenkloppen sollte gegen die Kamera, soll die doch geschützt sein. Da packe ich die da ganz entspannt rein und hänge die dann da meistens irgendwo in Winkel zum Beispiel auf. Ja, das soll es eigentlich an sich gewesen sein. Ich habe jetzt sonst eigentlich großartig gar nichts mehr, außer hier noch ein paar Spiele. Oh mein Gott, dieser Autofokus macht mich fertig. Das sollte jetzt aber, wie gesagt, gewesen sein. Ich wüsste nicht, was ich euch jetzt noch zeigen könnte. So sieht das Ganze hier nochmal beim Sitzen aus. Ziemlich entspannte Ecke, muss ich sagen. Irgendwann würde ich halt noch die Kabellagen da wegmachen wollen, weil das echt belastend ist. Aber ich denke mal, solange es tut, was getan werden soll, nämlich zum Beispiel hier meine Bildschirme mit
Aufnahmen füttern, also zum Beispiel also PS4 und PC, und solange das alles läuft, ist ja alles gut. Falls euch gefallen hat, lasst natürlich gern Like da. Falls ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen. Ja, falls ihr Bock habt, gegen mich FIFA zu spielen, könnt ihr mir morgen gerne ein paar Einladungen schicken. Am Dienstag kommt dann wieder eine neue Folge von meiner FIFA-Serie gegen euch alle. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.